Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats, Rücktrittsaufforderung an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafmecker hat am vergangenen Freitag in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz Vorgänge rund um Aktenlieferungen öffentlich gemacht. Mit dem heutigen Tag sei erwiesen, sagte Hafmecker, dass die ÖVP bereit sei, auch über Leichen zu gehen, nur um dem politischen Gegner zu schaden und sich selbst mit allen Mitteln am Futtertrog der Macht zu halten. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafmecker sagte dies so deutlich, weil das von Gerhard Karner geführte Innenministerium Akten in Zusammenhang mit dem Spionageskandal an den Untersuchungsausschuss geschickt hat, vor deren Übermittlung das Justizministerium in einem Konsultationsverfahren eindringlich gewarnt hatte. Das Justizministerium sei in dieser Aktenlieferung eine Gefahr für Leib und Leben bestimmter Personen. Dem Vernehmen nach ignorierte das Innenministerium diese Warnung. Hafmecker sagte in der Pressekonferenz: Es wäre übrigens auch nicht das erste Mal, dass Menschen sterben müssen, weil die ÖVP lieber Machtspiele und Postenschacherei betreibt, als sich um die Sicherheit im Land zu kümmern. Ich möchte Sie erinnern an den schrecklichen Terroranschlag vom 2. November 2020, wo immerhin 4 Menschen getötet worden sind und 17 Menschen verletzt worden sind. Und wissen Sie, das ist einfach deswegen möglich gewesen, weil ein Islamist trotz eindeutiger Hinweise aus dem Ausland, und es hat hier auch entsprechende Warnungen gegeben, trotzdem zuschlagen konnte, weil das BVD, das parteipolitisch infiltrierte BVD, seine Arbeit schlicht und ergreifend nicht gemacht hat. Es wäre also nicht das erste Mal, dass die ÖVP-Postenschacher Leben kosten. Aus diesem Grund hat die FPÖ bereits am Freitag den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Ich habe bereits das unterfertigte Schreiben in Richtung Bundeskanzleramt geschickt. Warum machen wir das? Weil wir als Nationaler Sicherheitsrat ein Beratungsgremium dieser Bundesregierung sind und weil wir noch einmal auf diesen Zustand auch hinweisen wollen, dass hier Menschenleben gefährdet sind und dass man das alles nur aus einem gewissen Politikum heraus macht. Das heißt also, wir werden so schnell wie möglich hier einen Nationalen Sicherheitsrat haben.